Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 7. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Sonne befindet sich in dir Kreiszeichen Steinbock. In indischer Mythologie ist das Suraya. Also ich setze Suraya zum Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist in Tierkreiszeichen Steinbock und zeigt die wichtigen Themen des Monats und das, was die Tierkreiszeichen Steinbock vermittelt. Die Erde-Element, Sicherheit, Stabilität, Struktur. Dann Ziele setzen, geduldig zu sein, das ernst zu nehmen, die Ausdauer haben, diese Kraft, unsere Ziele zu verfolgen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, aber übergeht dann in Tierkreiszeichen Fischen, erreicht die Grenzbereich. Mond heißt Soma, es gibt mehrere Begriffe für Mond, eine davon ist Soma. Und befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, aber im Grenzbereich und übergeht dann in Tierkreiszeichen Fischen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert auch die Männer. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und steht mit Mars in Verbindung. Das heißt, Agni befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Agni oder Mars fühlt sich gut in Tierkreiszeichen Widder, weil Mars herrscht über die Tierkreiszeichen Widder und das bedeutet, hier kann sich die Mars-Energie ganz und voll entfalten. Jetzt haben wir die Kraft, die Mut, die Energie, einiges in Bewegung setzen und das fühlen auch die Männer, weil Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert die Männer. Merkur hat die Tierkreiszeichen gewechselt, hat die Tierkreiszeichen Steinbock verlassen und ab heute bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur vertritt die Handlungen und Kommunikation, kommt die Luftelement von Wassermann, das bedeutet mehr Leichtigkeit. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Ideen in Tat umsetzen, weil dieser Ideenreichtum, was die Tierkreiszeichen Wassermann vermittelt, in Sanskrit bedeutet Merkur Buddha, aber wird mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist eine andere Schriftweise mit zwei D geschrieben und das zeigt schon die Erläuternde. Aber ich habe kein anderes Bild für Merkur. Also mit diesem Symbol, mit diesem Bild meine ich Merkur. Und Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann, vertritt die Luftelement und Luftelement steht in einer engen Verbindung zur Kommunikation, weil die Worte werden im Element Luft vermittelt. Jupiter zeigt unsere Größe, vergrößert auch immer etwas, vermehrt etwas und vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten und die Ungerechtigkeiten sind im Geheimen. Weil das erleben wir jetzt bei Tierkreiszeichen Skorpion und das ist sehr geheimnisvoll und hier handelt es sich auch um Wasserelement und Wasserelement beeinflusst natürlich unsere Gefühle
Und diese Ungerechtigkeiten, was wir gerade erleben, zieht uns natürlich in die Tiefe. Entsteht Wut, Enttäuschungen, vielleicht sogar Angst, Unsicherheit. Und wir sind gerade dabei, unsere Gefühle zu transformieren. Und wenn das uns gelingt, das schenkt uns unsere Größe wieder. Venus befindet sich im Schütze. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung. Venus ist alles, was schön ist. Und Venus ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Das ist eine wunderbare Verbindung zwischen Venus und Mars, die beiden Liebenden, weil beide befinden sich im Feuerelement, was auch die Begeisterung und Leidenschaft vermittelt, auch Herzenswärme. Und weil beide in Feuerelement ist, entsteht die Harmonie. Die beiden Liebesplaneten stehen in Harmonie. Saturn belehrt uns. Manchmal grenzt uns auch ein und hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und befindet sich auch in Tierkreiszeichen Schütze. Was die Lernaufgabe ist, konkrete Ziele setzen. Nicht springen hin und her, weil uns das begeistert, sondern wir sollen zielorientiert sein, weil genau das, was die Schütze zeigt. Die zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch, das sind unsere Wünsche. Und wenn wir unsere Wünsche, unserem Herzenswünsche verfolgen, dann haben wir schon die Orientierung und das sollen wir nicht aus den Augen verlieren. Und damit endet sich die persönlichen Planeten. Und wenn wir die Elemente betrachten, Mars, Venus, Saturn ist im Feuerelement, Sonne ist im Erdeelement, Mond, Merkur ist im Luftelement und Jupiter ist im Wasserelement. Wir haben in allen vier Elementen Energie und es wirkt sehr ausgeglichen. Aber es gibt auch noch Verbindung zwischen Sonne, Mond und Planeten, das schauen wir auch gleich an. Aber erstmal kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist im Tierkreiszeichen Widder. Bei Uranus-Energie erleben wir immer Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Mars bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum Uranus und überholt Uranus im Tierkreiszeichen Widder. Das bedeutet, es ist zum Erwarten, dass Mars erreicht Uranus im Widder. Und die Männer erleben das als Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Bei Uranus kommt es manchmal wie ein Blitz von heiterem Himmel, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und heute steht Mond mit Neptun in einer Konjunktion, nennt man das. Sie verbinden sich und wirken gemeinsam. Sie haben sehr ähnliche Essenz. Auch Neptun, das ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres, steht in Verbindung zum Wasserelement. Mond hat auch eine Verbindung zum Wasser. Wenn wir überlegen, Ebbe und Flut, was wir in Natur beobachten können, das ist Mondkraft. Also steht die Wasserelement auch mit Mond in Verbindung. Und die beiden verbinden sie sich heute. Das heißt, wir spüren unsere Gefühle intensiver oder haben wir eine Vision oder wir leben unsere Träume oder kommen die Inspirationen, die Intuition, all das aktiviert Mond und Neptun oder haben wir einen wichtigen Traum und manche Träume sind die Sprache der Seele. Pluto
Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Pluto zeigt unserem inneren Kraft, aber noch etwas zeigt uns Pluto. Wir dürfen nicht zulassen, was wer oder etwas diese Kraft raubt. Sonst fühlen wir kraftlos und verlieren die Macht über uns selbst, verlieren wir die Macht über unseren Gedanken, Gefühlen, über unserem Leben. Die Verbindungen. Sonne steht in einer sehr schönen Verbindung zum Jupiter und das bedeutet, die Wahrheit kommt ins Licht. Aber Mond und Jupiter steht in einer Spannung. Dass die Wahrheit ins Licht kommt, das kann für eine oder anderen unangenehm sein. Und bei Mond handelt es sich um Gefühle, also entstehen verletzte Gefühle oder Angst oder Zweifel. Mond steht mit Pluto in einer guten Verbindung, das heißt, wir sollen auf unserem Gefühl handeln, auf unserem Gefühl vertrauen und danach handeln, dass wir alles loslassen, von etwas trennen, was unseren Emotionen belastet. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Wassermann und Fischen und dieses Mondhaus, wo die Mondbewegung gerade ist, heißt Purva Bhadra und wird von Stammbild Pegasus beeinflusst. Und weil Mond diese Energie aufnimmt und reflektiert uns weiter, diese Energie beeinflusst unseren heutigen Tag. Und die mythologische Geschichte soll uns unterstützen, wenn wir das verstehen, diese Symbolsprache, dann haben wir sehr viel Eindruck, was die Sterne uns vermitteln. Damit das zum Näherbringen, erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin, Königin Cassiopeia. Dieses Sternbild ist ganz einfach zum Finden im Himmel, weil das ist wie ein W, wie ein Buchstabe W. Dieses Sternbild ist Cassiopeia in die Nähe von großen Bär und kleinen Bär oder große Wagen, kleine Wagen. Also es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Und diese Andromeda ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon. Poseidon ist nichts anderes als Neptun, der Gott des Meeres. Also die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Neptun und Neptun wurde zornig und schickte einen Walfisch, ein Seeungeheuer in Königreich, diese prahlende Königin zu bestrafen. Der Walfisch kam an und dachte, ja, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir sagt? Ich bestrafe lieber Andromeda. Und dieser Seeungeheuer nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. In der Nähe war Medusa mit Schlangenhaaren und die Geschichte erzählte, jede, wo Medusa erblickt, bekommt Angst und wie Stein ist unbeweglich. Und so fühlte sich auch Andromeda. Sie hatte Angst gehabt. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Und die beiden haben sich verliebt. Andromeda und Perseus.
Und Perseus tötete Medusa, diese furchterregende Gestalt mit ihren Schlangenhaaren. Und in diesem Moment wurde Pegasus geboren. Pegasus wurde geboren. Das heißt, Perseus hat ihn befreit vom Mutterleib. Und dieser Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügel. Und dieses Pferd kann auch fliegen. Und die beiden Liebenden, Andromeda und Perseus, ist mit diesem geflügelten Pferd davon geflogen. Und das war die Befreiung von Andromeda, das war die Befreiung von Pegasus. Und dieses Stammbild Pegasus, diesen geflügelten Pferd, hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag, weil die Sterne, die in diesem Stammbild sich befinden, diese Sterne wirken auf Mond. Mond nimmt diese Energie auf und reflektiert uns heute weiter. Und das bedeutet, von Ängsten zu befreien, weil die Angst, das, was uns blockiert. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.